Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatt TV. Willkommen zu einem neuen Theorievideo. Das gab's noch nie auf diesem Kanal. Ich mache ein Video zum abgelehnten Damengambit und ich wünschte mir so sehr, dass ich das früher gehabt hätte, weil ich also früher oder auch heute auf dem Kanal hier immer slawisch empfohlen habe, was eine tolle Eröffnung ist, muss man einfach sagen. Habe ich jetzt genug dazu gemacht und ich weiß, viele von euch interessiert das abgelehnte Damengambit. Das ist nämlich hier der andere Bauer, der das Zentrum deckt, nämlich der E-Bauer. Nach diesem Video habt ihr eine Verteidigung gegen alles mit erstens D4 und C4, aber das Schöne ist, man kann das abgelehnte Damengambit, das ist ein Aufbau, also wir können den auch gegen zum Beispiel erstens C4 oder Springer F3 spielen, das leitet meistens über. Dieses Video richtet sich an Spieler unter 2000. Ich werde nicht in die tiefen und kritischsten Varianten so ganz tief reingehen, sondern ich versuche, dass ihr checkt, was abgeht, wie man diese Öffnung spielt. Damit ihr einfach in der Partie die Pläne versteht. Es würde jetzt gar keinen Sinn machen, wenn ich jetzt euch mit völliger Theorie voll bombardiere. Ja, und ich hoffe, euch gefällt's. Und ja, ihr honoriert es durch ein Like oder ein Abo. So, gegen das Damengambit. Ich gehe jetzt einfach mal vom Damengambit aus. Man kann den Aufbau auch gegen andere Sachen spielen, aber wir machen jetzt einfach mal gegen das Damengambit. Kann man hier so besondere Sachen spielen, wie das anzunehmen oder sowas. Wir könnten hier auch Shigurin spielen mit Springer C6. Aber, oder wir können auch ganz am Anfang andere Züge als D5 spielen. Aber die klassische Wahl, das nennt man klassisch, weil es ist d'accord mit den goldenen Eröffnungsregeln, wäre hier diesen Bauern durch einen Bauern zu decken. Weil die Idee ist also mit C6 und E6, dass wenn hier geschlagen wird, wir einfach wieder einen Bauern im Zentrum stehen haben. Das ist wichtig, Bauern im Zentrum zu haben. Das ist eine goldene Eröffnungsregel, die absolut sinnvoll ist. Abgelehntes Damengambit übrigens eine der klassischsten Eröffnungen im Schach überhaupt. Genau, das würden wir brechen, wenn wir hier nehmen, weil dann, also E3, wir verlieren den übrigens wieder und dann hätten wir einen Bauern aus dem Zentrum weg, also wir hätten einen zentralen gegen einen nicht zentralen Bauern getauscht. Trotzdem ist dieses angenommene Damengambit hier völlig in Ordnung. Man muss jetzt nur so konkrete Theorie können. Zum Beispiel E5 ist hier ein sinnvoller Zug. Und dann greift man das Zentrum direkt wieder an. Würde ich sagen, ist jetzt in meinen Augen nicht anfängerfreundlich, dieses Gambit anzunehmen. Sondern hier, ganz simpel, wir spielen einfach natürliches Schach. So, jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr hier das zum ersten Mal seht und mich fragt, ey, Basti, du sagst doch immer, der Läufer hier, den soll man nicht einsperren. Warum machst du es denn jetzt? Stimmt, das sieht komisch aus, kommen wir noch drauf. Also, das ist also auch einer der Gründe, weshalb ich C6 hier auch mehr gespielt habe im Schach, dieser Läufer, aber der ist eigentlich gar keine schlechte Figur im abgelehnten Damengambit. Okay, wichtiger Punkt. An ganz, ganz, ganz vielen, also wir wollen jetzt Pläne verstehen. Also wir wollen einfach die Eröffnung im Ganzen verstehen und nicht Varianten auswendig lernen. Überall hier kann genommen werden. Und in welcher Struktur landen wir dann? Genau, in der Karlsbader Struktur. Dazu habe ich eine Serie gemacht an Videos. Ist hier super hilfreich, wenn ihr es lernt. Also, ich würde sagen, also in meiner Praxis, in deutlich über der Hälfte der Fälle wird hier getauscht. Deutlich über der Hälfte der Fälle. Und also zum Beispiel, also schauen wir uns gleich nochmal konkrete Varianten an, aber können sich auch erstmal Figuren entwickeln, dann wird getauscht und dann habe ich super einfaches Spiel, weil ich wende einfach die Pläne an, die ich sowieso schon kenne. Ich würde hier nochmal zusammenfassen, die Seite mit der halboffenen E-Linie versucht am Königsflügel anzugreifen, die Seite mit der halboffenen C-Linie am Damenflügel. Heißt konkret, also ich mache also nur ein Beispiel, das hier ist gar keine gute Variante. Ich will nur was zeigen. Also hier, der Weißspieler versucht, zack, 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 Minoritätsangriff, also Linien öffnen und dann mit Türmen oder auch mit der Dame auf der C-Linie gegen Schwächen spielen. Weißspieler versucht den König, der kurz hochiert, lang würde keinen Sinn machen, hochiert kurz und weiß hochiert kurz und schwarz versucht dann den König anzugreifen. Also zum Beispiel mit Springern. Und also hier wichtig, also wozu, was bringt uns die halboffene E-Linie? Wir können Turm auf die halboffene E-Linie stellen, der dann rüberschwenken kann, zum Beispiel Richtung König. Der Läufer steht übrigens nicht immer auf F4, das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Es geht hier nur um die Bauern. Also der Turm kann rüberschwenken, der kann es nutzen, die Möglichkeit hat weiß nicht. Und ja, wir können auch mit Turm und Dame hier das Feld E4 decken. Das ist immer ein schönes Feld. Da steht gerne mal ein Springer drin, hier auf E4. Und ja, wir decken den Punkt. Wenn zum Beispiel ein Springer, der steht, geschlagen wird, nimmt der Bauer. Der ist dann auch eher Richtung König, nimmt zum Beispiel das wichtige Verteidigungsfeld F3 unter Beschuss. So, noch ein Punkt, der mir wichtig ist, generell zu der Eröffnung. Springer lieben für beide Farben das Feld D6 und D3. Und dort
können sie auf beide Flügel wirken. Zum Beispiel hier, schwarzer Springer auf D3, federt den Minoritätsangriff ab, kann aber auch schnell mit ins Geschehen kommen. Weißer Springer auf D3 macht im Prinzip dieselben Sachen. Gut, also wenn ihr nicht wisst, was zu tun ist, dann überführt den Springer dahin. So, jetzt habt ihr so grob ein bisschen Verständnis. Trotzdem haut euch diese Playlist an, das sind ein paar Videos, dann checkt ihr wirklich, wie man spielt. Mit der Karlsbader Struktur. Es gibt sogar eins, das speziell nur ist für die Seite mit der halboffenen E-Linie, also Königsangriff. Ganz inspirierend. Gebt euch das, dann habt ihr den meisten Spielern richtig viel voraus. Jetzt gehen wir zu konkreten Varianten. Wenn es euch gefällt, liked und abonniert. Damit helft ihr mir so viel weiter. Oder schaut euch mal, wenn ihr sagt, ich will universellen Aufbau gegen das, also ich will jetzt hier nicht Varianten verschiedene lernen, sondern ich will einen universellen Aufbau gegen E4, gegen D4, gegen alles, dann schaut mal rein. Der internationale Meister Jewgeni Jelisiew hat auf meiner Seite, ist unten verlinkt, einen Kurs gemacht, wo man in 10 Tagen ein komplettes Profi-Repertoire hat. Und ja, mit schönen Beispielen und so könnt ihr auch geben. Okay, also in dieser Stellung ist, also ich vergleiche es mal mit der Spieler- und der Masters-Datenbank. In der Spieler-Datenbank und in der Masters-Datenbank jeweils der häufigste Zug ist Springer C3. Und ich fasse euch schon mal die wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Das, was die Spieler und die Masters unterscheidet, Spieler, also die meisten Leute, gegen die ihr in der Realität antrifft, spielen selten katalanisch Aufbauten mit G3. Unter Meistern ist das hier eine häufige Idee, sich mit G3 aufzubauen. Aber dazu kommen wir noch. Gut, also Springer C3, häufigster Zug in dieser Stellung. Wir antworten Springer F6. Und eigentlich egal an welchem Punkt, also hier häufigster Zug mit Abstand ist Tauschen. Sehen wir wieder eine Karlsbader Struktur. Es sind genau dieselben Prinzipien wie immer in Karlsbader Strukturen. Gehen wir gleich drauf ein. Hier habe ich ein paar Punkte zu speziell dieser Variante zu sagen. Weiß könnte jetzt auch, also es gibt hier also Tauschen und Nicht-Tauschen und es ist immer die Entscheidung, ob der Läufer nach F4 oder nach G5 geht. Und der Springer kann auch nach F3 gehen. Okay, wir fangen an mit der häufigsten Variante überhaupt. Dann habt ihr die schon mal weg. Springer C3, unser Springer geht nach F6. Tauschen und Läufer G5. So spiele ich übrigens auch mit Weiß meistens. Ich finde das, also das ist die gefährlichste Variante für Schwarz. Wir fangen jetzt mit der an, zieht der den Zahn und dann habt ihr ein gutes Gefühl. Ich empfehle dir also eigentlich immer denselben Aufbau. Wir spielen C6. C6 an sich, wichtiger Zug, den müssen wir sowieso spielen, würde ich direkt vorwegnehmen. Und dann ist unser genereller Aufbau, Läufer geht nach E7, manchmal nach D6, aber meistens nach E7. Wir rochieren kurz, der Läufer kann nach E6 und der Turm geht nach E8 nach der Rochade, der Springer geht häufig nach F8. Und wir stehen dann sehr solide da. Also Beispiel, also erstmal, was natürlich, habe ich auch noch nicht erwähnt, nachdem der Tausch ist, der Läufer auf einmal kein Problem mehr. Der hat sogar sehr gute Felder. Also zum Beispiel kommt hier E3. Können wir jetzt verschieden spielen. Ich bin auch ein Fan davon. Also ich möchte euch hier einfach Pläne zeigen. Das keine konkreten Theorie ballern. Ich bin ein Freund davon, den Läufer nach F5 zu stellen. Aber da gibt es ein bisschen komplizierte Varianten mit Dame F3. Deswegen spielen wir einfach Läufer E6, Läufer E7, zum Beispiel Läufer D3. Der Läufer weiß, will den Läufer meistens nach D3 stellen. Nach E2 wäre nicht so gut. Wir spielen zum Beispiel die kurze Rochade. Sagen wir, weiß spielt den Springer nach F3. Es gibt zwei Pläne, die weiß in der Eröffnung hat. Das ist gerade Nummer 1, also Springer F3. Der andere ist Springer E2. Wir spielen Springer D7 zum Beispiel. Also wir können auch mit Turm E8 anfangen. Macht nicht den Unterschied. Haltet euch nicht an, lernt nicht die Theorie zu sehr auswendig, sondern versteht, wo die Figuren hinwollen. Springer D7, zum Beispiel kurze Rochade und Turm E8. So, Springer E4 wäre hier auch guter Zug. Turm E8. Und ja, so ganz grundsätzlich will Weiß hier Minoritätsangriff starten. Es gibt nicht viele andere Pläne oder gibt es schon. Also man kann auch versuchen, also mit Springer F3 nicht wirklich. Der andere Plan ist Springer E2, F3, E4. Schauen wir uns gleich an, aber soll ich jetzt hier nicht verwirren. Unsere Figuren stehen gerade auf guten Feldern, alles ist gut. Die Stellung ist grob im Ausgleich, Weiß steht ein Ticken besser, aber das hier gab es so oft in der Historie, lasst euch davon nicht verwirren. Ja, Dame C2 ist die Hauptvariante, aber es kann auch direkt Turm B1 kommen, kommt meistens auf selbe hinaus. Also, Dame C2 und hier spielt er einfach Springer F8. Was ihr immer einschieben könnt, ist den Zug H6. Da spricht auch nicht viel dagegen, außer dass man hier, also sich das Feld grundsätzlich für den Turm nimmt im späteren Verlauf, aber das ist also auch völlig okay. Ich mache jetzt mal der Einfachheit halber Springer F8. So, warum will der Springer nach F8? Weil er erstens dem Läufer den Platz frei macht, weil er hier H7 deckt, also hier,
Läufer schlägt, dann würde H7 hängen, jetzt nicht. Und davor auch nicht, weil der Springer zurücknehmen konnte. Der Springer kann nach G6, der Springer kann nach E6 und einfach eine gute Stellung. Ja. Sagen wir, es kommt Turm AB1. Das ist der typische Plan. Wer jetzt hier so das Beste, was weiß, machen kann, denke ich, da würde ich jetzt mal behaupten, also was H3 kann man noch einschieben, aber grundsätzlich Turm AB1 an irgendeinem Punkt. Und hier gibt es so eine Grundregel, die beste Verteidigung gegen den Minoritätsangriff, also B4, ist selbst A5 zu spielen. Erstmal auch noch wichtig, nicht, dass ihr euch denkt, wo bist du denn jetzt? Du bist ja schon im 11. Zug. Das hier ist einfach grundsätzlich, das werden wir an so vielen Punkten haben. Im abgedehnten Damengambit kann ganz vieles ineinander übergehen. Also diese Stellung hier kann euch über ganz viele Zugumstellungen begegnen. Also passt hier echt auf. Wir könnten also A5 spielen, das wäre Hauptvariante hier. Spricht eigentlich nicht viel dagegen, den zu spielen. Jetzt ist Hauptvariante A3. Das heißt, Weiß will trotzdem B4 spielen und wir öffnen dabei noch die A-Linie für uns. Ist eigentlich ganz attraktiv. Und generell in diesen Stellungen hier gibt es verschiedene Pläne, die man spielen kann. Ich bin Fan von Springer G6, weil wir wollen ja grundsätzlich noch Richtung König spielen. Dann kann der Springer später eventuell auch mal nach H5. Wir haben ein bisschen die hier abgefedert, die da hinzielen. Aber so rein theoretisch ist die Hauptvariante unter Profis der Zug Springer E4. Das ist ein bisschen, also sieht kompliziert aus. Die Idee ist aber, also wenn der Läufer den Läufer nimmt, ist der Punkt perfekt gedeckt. Super. Schauen wir uns gleich an, weil hier gibt es was ganz Thematisches. Und wenn zum Beispiel jetzt der Springer den Springer nimmt, gewinnen wir eine Figur. Wir schlagen nämlich Bauerngabel. Und wenn der Läufer zurücknimmt, gewinnen wir eine Figur. Typische Falle hier. Also es gibt auch einige Fallen, zeige ich euch gleich noch was. Und wenn hier auf das Schlagen jetzt der Läufer nimmt, fressen wir auf D3. Wir könnten aber auch einfach nehmen und die Gabel steht. Aber wir können auch auf D3 fressen. Gewinnt beides ähnlich wie Material. Wir stehen völlig auf Gewinn. Also Vorsicht, typische Falle. Hier also nach Springer E4. Sagen wir, kommt Läufer schlägt E4. Nee, sagen wir, es kommt Läufer. Also das ist attraktiv. Wir stehen hier, also nicht schlecht. Nach Bauer schlägt. Könnten aber auch Läufer schlägt G5 spielen. Das ist Engine-Empfehlung. Aber hier lasst euch nicht aufhalten. Ich will euch nur noch eine konkrete Sache zeigen. Läufer schlägt E7. Dame schlägt E7. Zum Beispiel Läufer schlägt E4. Bauer schlägt E4. Springer E2, Springer D2, den meinte ich, manchmal verwechsle ich die. Springer D2. Und hier, solche Stellungen kriegt ihr häufig. Ihr stellt nämlich eine Figur nach E4 und nehmt mit dem Bauern. Ich liebe die. Das ist der Traum, den wir überhaupt haben können, finde ich. Wir spielen also, hier habe ich eine Empfehlung gelesen, Läufer F5 zu spielen. Ich empfehle euch Bauer F5. Schwächt zwar ein bisschen diese Diagonale, das ist aber nicht so schlimm. Wir kriegen die unter Kontrolle. Und jetzt sind wir bereit, eigentlich richtig anzugreifen. Also wir können dann mit der Dame rüber, wir können sogar eventuell mit beiden Türmen rüber, mit dem Springer rüber, wir können versuchen, in irgendeinem Punkt F4 zu spielen. Vorsicht, dann wird E4 total schwach. Aber hier hat man, finde ich, sehr attraktive Königsangriffschancen. Und ihr seht es, wir haben das Feld F3 unter Kontrolle, das ist auch klassisch. Ich liebe diese Stellung, weil Weiß steht am Darmflügel auf jeden Fall besser. Also die Stellung hier ist plus 0,3, also ungefähr ausgeglichen, so ganz leichtes bisschen besser für Weiß, aber selbst unter den Profis scored Schwarz viel, viel besser als Weiß. Unter den Spielern auch. Wobei unter den Spielern ist es ungefähr ausgeglichen, interessant. Aber unter den Profis hier, von 15 Partien also 73% gegen Remiros, 20% hat Schwarz gewonnen und nur 7% Weiß. Also das ist hier also wirklich, wirklich eine gute Stellung, finde ich. Zumindest ich hätte deutlich lieber Schwarz, weil wir einfach super, super leichte Pläne haben. Okay, wir sind jetzt hier sehr tief abgesackt, aber ich wollte das einfach mal so grob klar machen, wie wir uns hinstellen. Nicht den Überblick verlieren, also das war jetzt nicht nur in dieser einen Variante, weil man hat genau dieselben Pläne in ganz vielen anderen auch, aber ich war gerade in diesem Tauschen Läufer G5, allerhäufigste Variante und auch der kritische Test. Das war jetzt Plan Nummer 1. Wir spielen zum Beispiel C6, E3. Wir können auch variieren mit der Zugreihenfolge. Ich will einfach nur grob die Pläne zeigen. Springer BD7 und sagen wir jetzt, dass Weiß anders spielt. Weiß spielt zum Beispiel direkt Dame C2, Rochade, aber der Plan von Weiß ist jetzt nicht Springer F3, sondern Springer GE2. Und hier muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Wir spielen ganz normal weiter, Turm E8. Kurz Rochade. Und jetzt gleich wird hier, also
Schweiß sich demaskieren und den eigentlichen Plan zeigen. Also ich will weiterspringen auf 8, ganz normal. Nämlich der Plan F3 und E4. Und diese Stellung hier ist nicht so gefährlich. Die Engine findet es sogar schlechter als das, was wir vorhin hatten. Aber ich wäre auf der Hut. Also, um ehrlich zu sein, spiele ich die Stellung mit Weiß ganz gerne. Und ich finde den Plan E4 durchzudrücken ziemlich cool. Und ich rate euch in dieser Stellung, spielt erstmal H6, aber können wir auch rauslassen. Zum Beispiel Läufer H4 und Springer E6. So, das ist hier, seid ihr in einer Nebenvariante, aber die ist ziemlich cool. Als Beispiel, wenn jetzt hier in der Stellung E4 kommt, nehmen wir einfach, D schlägt E4 und auf Bauer schlägt, hängt hier der D-Bauer. Wir stehen auf Gewinn, also weil alles zusammengebrochen, das ist ein Isolani, plus 2,9 meint die Engine. Also mit Springer E6 verteidigen wir uns gegen E4. Der muss jetzt erst vorbereitet werden, aber ist gar nicht so leicht, diesen Zug vorzubereiten. Hier ist Turm A, D1, Hauptvariante. Schaut schon mal auf den Bauern und ja, wie kann man sich jetzt hier weiterentwickeln? Hauptvariante hier ist B6, ganz attraktiv, rein theoretisch auch mal B5, macht dem Läufer ein bisschen Platz. Läufer F2, damit der Bauer gedeckt ist und Läufer B7. Und dann stehen wir hier nicht schlecht, wir planen C5 und ich finde die Stellung eigentlich ganz cool. E4 hier nur als Beispiel, falls es kommt, muss man darauf vorbereitet sein, schlagen, schlagen, gibt es einen ganz typischen Zug, den es häufig in der Öffnung gibt. Also ihr müsst euch das nicht alles einzeln merken, wobei, also es sind einfach schöne häufige Motive. Hier basiert nämlich alles auf Plänen und der die Pläne besser kennt, hat bessere Chancen. Aber Springer G4 ist hier der Plan und wir merken, ups, der Läufer, der wird jetzt abgetauscht, weil, also wenn er zieht, nehmen wir und sonst tauschen wir ihn ab und die Stellung ist, finde ich, ganz angenehm. E5, einziger Zug, mit dem Weiß Vorteil behält, aber denke ich, das ist eine solide schwarze Öffnung. Wir werden an irgendeinem Punkt C5 spielen. Gut. Das war jetzt so ein bisschen diese Läufer G5-Variante. Der Rest wird jetzt kürzer ausfallen, weil also Läufer F4 gibt es hier auch. Spielen wir genauso. C6 zum Beispiel, Springer F3. Und ja, Läufer F5 kann man eigentlich immer dann super spielen, wenn Dame F3 nicht mehr funktioniert, weil eigentlich steht der Läufer hier perfekt. Und jetzt, das kennt ihr schon auch aus anderen Teilen von dem Kanal wahrscheinlich, aber für die, die das jetzt zum ersten Mal sehen oder vielleicht auch auf den Kanal gestoßen sind, dann übrigens liken und abonnieren und auch liken sowieso immer, dann stehen die Läufer hier sehr gut. Der Läufer, der will immer noch nach D3, E2 ist auch okay, aber ich meine, wir entwickeln uns ganz normal und haben hier also lockeren Ausgleich, weil Weiß hat ja gar nichts, worauf Weiß spielen kann. Wir haben einfach unsere Figuren auf normalen Plätzen gestellt. Auf Läufer D3 würde ich euch raten, den rauszunehmen. Ich weiß, einige YouTuber empfehlen Läufer G6 in solchen Stellungen immer. Aber ich finde rausnehmen gut, weil das ist unser Problemläufer normalerweise. Bauern stehen auf Weiß, weißfeldriger Läufer. Wir nehmen raus, Dame schlägt und rochieren einfach. Und hierzu muss man wirklich nichts sagen. Das ist einfach eine ganz, ganz schöne Karlsbader Struktur. Unser Plan ist Königsangriff, zum Beispiel alles auf die E-Linie stellen, Springer nach E4 stellen, der andere kann auch nach F6 und also sollte Minoritätsangriff spielen. Sehr, sehr ausgeglichen laut Engine, aber wird ein scharfer Kampf. Also finde ich gut. So, wir schauen uns jetzt an, was, wenn Weiß diesen Bauern nicht schlägt. Davor hatte ich früher ziemlich viel Angst, aber da kann ich euch auch ein paar wertvolle Regeln mitgeben auf dem Weg. Also Springer C3 oder Springer F3 kommt sowieso. Wir schauen uns einfach mal an, was ist denn, wenn beide Springer rausgehen. Also hier Springer F3. Hier gibt es verschiedene gute Züge. Ich empfehle euch an der Stelle Läufer E7. Das ist die Hauptvariante. Und wir machen jetzt einfach also als Beispielvariante Läufer G5. Es gibt auch Läufer 4, der Läufer geht irgendwie raus. Und ja, H6 ist attraktiv. Wir können aber auch einfach rochieren, damit es schematischer bleibt. Irgendwie muss sich dieser Läufer hier entwickeln. Und also H6 immer ein guter Zug hier, aber klammern wir jetzt einfach aus. Was ich euch rate, ist, also stellt erstmal den Springer nach D7 und die meisten Weißspieler schlagen sowieso an irgendeinem Punkt. Aber unsere Idee ist, also wir warten, bis dieser Läufer zieht. Wenn er nämlich gezogen hat und Weiß will ja auch irgendwie rochieren, dann nehmen wir raus. Wir gewinnen jetzt nämlich ein Tempo, der Läufer nimmt. Und was wollten wir eigentlich machen? Genau, wir stellen den Läufer hier nach B7. Und nachdem wir getauscht haben, ist er da wunderschön, Rochade, Läufer B7 zu der Stellung. Hier muss ich nichts mehr sagen. Ich finde, die ist ausgeglichen. Unser Plan ist es, C5 zu spielen. Und ja, H6 kann man immer mitnehmen. Einfach gut, alle Figuren stehen gut. Weiß hat besseres Zentrum, aber ja, ausgeglichene Stellung. Wenn jetzt also hier der Läufer wird, würde ich sagen, unter normalen Spielern an irgendeinem Punkt ziehen,
Also jetzt nicht unter Profis, schauen wir mal hier. Ja, krass. Mit Abstand häufigster Zug, doppelt so häufig wie der zweitbeste Zug, also 36% aller Fälle, kam Läufer D3. Und dann haben wir einfach, also soliden Ausgleich, nachdem wir einfach schlagen, meint die Engine auch 0-0 dazu. Wenn man jetzt auf die Masters schaut, ist das hier, wird das nur in 8% gespielt. Jetzt hier spielen die Großmeister, liefern sich ja so einen ganz ekligen Kampf um wer hat mehr Abwartezüge, also Turm C1 zum Beispiel. Und ja, ihr könnt jetzt hier auch noch Abwartezüge spielen, aber ehrlich gesagt, so wichtig ist das Tempo nicht, nehmt den Bauern einfach raus. So, Läufer schlägt und dann haben wir halt nicht das Tempo gewonnen, dass der Läufer erstmal zieht und dann noch mal schlägt und dann zum Beispiel entweder B6 oder konkret der Stellung würde ich euch auch raten, einfach A6 zu spielen mit der Idee B5 und dann Läufer B7 haben wir noch ein bisschen mehr Raum gewonnen. Also das ist eine schöne Idee, um das nochmal zu verbalisieren, wenn ihr den Läufer nicht rauskriegt, also weiß nicht, selbst tauscht, dann tauscht ihr und stellt ihn nach B7 auf diese lange Diagonale. Tata-Cover. Genau. Und jetzt möchte ich noch also kurz erklären. Also zum Beispiel Springer F3 direkt hier. Wir spielen sowieso Springer F6. Und wenn jetzt Weiß hier katalanisch Aufbau spielt mit G3, das ist unter starken Spielern so ein Buzzword. Also wenn katalanisch fällt, dann haben alle erstmal Angst. Ja, weil das ist eine sehr, sehr starke Öffnung. Ich würde euch raten, also haltet euch aus diesem Getümmel an riesiger Theorie fern. Jetzt hier werden mich also Leute gleich wahrscheinlich dann anschreiben, ja, was empfiehlst du hier? Also erstmal, wer jetzt hier sehr starker Spieler ist, schaut euch D schlägt C4 an. D schlägt C4 ist, finde ich, super cooler Zug. Ist sehr interessant, würde ich jetzt den Rahmen sprengen. Ich will einfach ein abgelehntes Damengambit-Video machen, das leicht verdaulich ist, das man gut verstehen kann. Ich würde hier euch einfach Läufer E7 empfehlen. Zieht den Plan durch. Läufer G2 und rochiert. Die Stellung ist plus 0,3 laut Engine. Völlig spielbar. Closed Variation in der katalanischen Eröffnung. Geschlossene Variante. Rochade. Bester Zug. Oder zumindest also häufigster Zug. Und ja, hier nehmen ist sehr sinnvoll, also weil Weiß hat relativ guten Druck aufs Zentrum, aber ihr könntet hier auch mit einfach mit C6 spielen, dann ist der Läufer erstmal eingesperrt und man kriegt den später wieder raus. Genau, oder wir warten einfach ab mit Springer BD7, was ist der Plan von Weiß? Viele, denke ich, werden noch einfach schlagen, dann stehen wir auf einmal ziemlich gut, weil wir schlagen wieder, spielen C6 und stellen dann den Läufer raus, eigentlich alles gut. Ja, mal schauen, in der Spielerdatenbank, was der häufigste Zug, aha, genau wie unter Profis, Dame C2, wobei das hier spielen auch wirklich auch häufig sehr, sehr starke Spieler. Jetzt finde ich den zweithäufigsten Zug C5 ganz interessant zum Analysieren, wenn ihr was Trickreiches wollt, aber ihr könnt ja auch C6 spielen. Und jetzt ist der Läufer eingesperrt, wir haben eine ganz, ganz solide Stellung, der Läufer hier ist auch gerade noch nicht so stark. Zum Beispiel auf Springer C3 würde ich dann wirklich nehmen, weil dann wird es gar nicht so leicht, diesen Bauern wiederzukriegen und mit C6 haben wir auch B5 vorbereitet. Wenn Leute spielen, spielen sie ja wahrscheinlich auch Springer D2 oder B3, um den Bauern zu decken. Und in der Stellung rate ich euch nochmal zu B6. Und die Idee ist es hier, also zum Beispiel B3, ich mache einen langsamer Zug, E4 wäre ein bisschen schneller. B3, die Idee ist es, den Läufer nach B7 zu stellen und dann spielen wir auf C5 hin und dann ist der Läufer einmal gar nicht schlecht und die Stellung ist plus 0,2, also völlig ausgeglichen, wenn man es richtig spielt. Und ja, aktuell hat Weiß ein bisschen mehr Raum, aber das ändert sich nach C5. Ja, von sehr starken Spielern gespielt, als letzten Zug in dieser Variante. Aber ihr merkt, ich bin ein bisschen widerwillig, weil ich weiß, das ist wahrscheinlich zu viel Theorie, aber ich möchte also einfach, dass auch stärkere Leute hier viel aus dem Video mitnehmen können. Wenn hier E4 kommt, also es gibt C5, aber Standardzug ist einfach nehmen. Springer schlägt E4, nochmal nehmen, Dame schlägt E4 und an irgendeinem Punkt gewinnt man Tempo mit Springer F6. Ich würde erstmal Läufer B7 spielen und Läufer steht der Dame ganz gut gegenüber. Und ja, C5 kommt an irgendeinem Punkt auf jeden Fall und die Stellung ist also schon besser für Weiß, aber nicht besonders viel. Das ist, glaube ich, das Beste, was Weiß machen kann gegen diesen Aufbau. Dazu muss es erstmal kommen. In allen anderen Varianten haben wir gesehen, super, super schöner Ausgleich. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt davon überzeugt habe, dass ihr mit dem abgelehnten Damengambit spielen könnt. Ich werde das auf dem Kanal jetzt auch relativ viel anwenden und vertiefen, weil ich also Fan von der Eröffnung bin. Ist imbalancierter als C6. Also nach diesem Tausch hier hat man Imbalance, krasse Karlsbader Struktur. Da kann man, wenn man sich auskennt, richtig was rausholen. Nach C6
Ist also, weshalb ich das nicht mehr so häufig in Turnierschach spiele gegen Schwächeres wegen Tauschen. Und jetzt hat man eine komplett symmetrische Bauernstruktur, gibt nicht mehr so viele Bauernhebel und es ist sehr schwer, auf Sieg zu spielen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Liked das Video, abonniert den Kanal, schreibt mich an wegen Gruppentraining. Da sind Plätze frei, das finde ich schade. Schöne Möglichkeiten. Ja, natürlich nur, wer richtig Bock hat. Und ja, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.